Hallo zusammen. Bald nun ist Weihnachten. Das Fest der Familie, des Zusammenseins, des Essens, des guten Essens, des vielen Essens. Ja, und dann muss dann auch schon nach dem Kaffee trinken mit Stollen, Plätzchen und Kuchen vor dem Hauptgang eine schöne Vorspeise sein. Und dann dieser üppige Hauptgang mit allem, was dazugehört und was das Herz begehrt. Und dann nach dem Hauptgang mein wunderschönes, aufwendiges Dessert aus Sahne, Mascarpone, Pudding etc. Und dann dieser Spruch: Nein, danke, ich kann nicht mehr. Und du? Nein, ich kann auch nicht mehr. Ich bin so satt. So? Ja, gut. Na, dann hat man sich hingestellt, hat für die Familie sich was einfallen lassen, hat Zeit aufgewendet und hat viel Materialien reingesteckt in das wunderschöne Dessert und keiner will es haben. Schade, ein bisschen Frust. Und um allem aus dem Weg zu gehen, machen wir doch gleich das richtige Dessert. Ein Dessert aus Chicorée. Fruchtig, frisch und mit einer leichten, süß-sauren Note wird es keiner abschlagen. Das werden alle eure Gäste essen, trotz des üppigen Hauptganges. Denn das tut gut. Etwas fruchtig, frisches dann noch anschließend. Und wie das gemacht wird, das zeige ich euch jetzt. Ja, der Chicorée, den bekommt ihr in der Gemüseabteilung. Meistens ein bisschen versteckt. So eine kleine Kiste drin mit dem Deckel drauf, denn Chicorée muss dunkel gelagert werden. Viele kennen den Chicorée als Gemüse. In der Mitte einmal aufgeschnitten, in Butter etwas angebraten, ein Hochgenuss. Zu Fleisch, auch ohne Fleisch, schmeckt das sehr gut. Aber wir machen heute ein frisches Dessert draus. Dazu verwenden wir auch noch Äpfel, Orangen, Mandarinen und Feigen. Und was sonst noch alles reinkommt, das verrate ich euch jetzt bei der Zubereitung. Bleibt dabei! Für 4 bis 5 Personen braucht ihr Chicorée, Orangen, Äpfel, Mandarinen, Zitronen, Studentenfutter, Lebkuchengewürz, Zucker und Öl. Ich nehme heute noch getrocknete Feigen und Granatapfelkerne dazu. Zuerst die aromatische Schale der Bio-Zitrone gleich in die Schüssel reiben und auch etwas Schale von der Bio-Orange dazu. Der Saft der ganzen Bio-Zitrone. Ein ganzer Apfel, am besten gleich mit diesem praktischen Apfelteiler in 16 Stücke teilen. Und dann noch in kleine Würfel schneiden. Von der Orange nehme ich jetzt die Orangenfilets dazu. Mandarinenwürfel kommen auch noch mit rein. Beim Chicorée schneide ich zuerst die Wurzel noch ein Stück ab und teile ihn in 2 Hälften. Und hier haben wir diesen bitter schmeckenden Strunk. Den könnt ihr rausschneiden. Müsst ihr aber nicht, er ist sehr gesund durch die Bitterstoffe. Ich lasse ihn drin. Ach übrigens, wisst ihr, welche Wildpflanze die Urform des Chicorées ist? Die Wegwarte, die im Sommer an den Wegrändern als kleines blaues Blümchen blüht. Bei der Chicorée-Produktion treiben die Wurzeln in Erde oder Sand bei völliger Verdunklung diese feste, bleiche und zarte Knospe aus. Granatapfelkerne machen diesen knackigen Salat noch etwas fruchtiger und durch die schöne dunkelrote Farbe noch etwas attraktiver. Zur Weihnachtszeit darf dann Lebkuchengewürz nicht fehlen. Noch ein wenig Zucker dazu, ihr könnt auch wahlweise Honig nehmen. Beim Studentenfutter sind die Nüsse meistens sehr groß. Ich schneide sie noch ein bisschen kleiner.
Heute nehme ich noch 3 Feigen dazu und schneide sie in kleine Würfel. Und das war's eigentlich schon. So viel zur Vorbereitung unseres leckeren Chicorée-Fruchtsalates. Und ganz toll an diesem Salat ist, dass man ihn vorbereiten kann. So 2-3 Stunden vor dem Essen kann man ihn vorbereiten, noch mal ein bisschen kühl stellen. Aber Vorsicht, nicht schon vorher mit Öl versehen. Das Öl kommt erst direkt vor dem Servieren in den Salat. Oder man stellt die Flasche auf den Tisch und jeder kann sich ein paar Tropfen Öl selbst über seinen Salat gießen. Aber Öl muss wiederum sein. Erstens mal, es schmeckt viel besser, wenn Öl dran ist. Spaltet ja dieses Öl die ungesättigten Vitamine, die dann unserem Körper wieder zugutekommen. Ich habe hier ein Sesamöl, was sich sehr gut macht in dem Salat. Ihr könnt auch jedes beliebige andere Nussöl verwenden. Nur kein Olivenöl oder Speiseöl, das schmeckt nicht. Es sollte schon ein geschmacklich gutes Öl sein, was auch zu den Früchten passt, auf alle Fälle. Ich fülle jetzt meinen Salat ab in schöne kleine Dessertgläser. Mein Öl dazu. Wenn man das gleich insgesamt verwertet am Tisch, kann man das Öl schon untermischen. Kurz vor dem Servieren ist auch kein Problem. Und dann gibt es noch eine kleine Deko. Bisschen Pfefferminze, wenn man hat. Und schon ist das ein ganz leckeres Dessert. Und dazu wünsche ich euch guten Appetit. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr euer Weihnachtsessen noch nicht ganz durchgeplant habt und vielleicht auch nicht so richtig wisst, wie ihr das Rotkohl ansetzen sollt. Ich habe in meinem Kanal ein wunderschönes Apfelrotkohl, sogar ein weihnachtliches Apfelrotkohl. Das verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Und da könnt ihr mal reinschauen. Würde mich freuen. Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bedanken, in der Kürze der Zeit von 6 Monaten schon so viele Abonnenten zu haben, macht mich schon ein bisschen stolz. Und ich möchte mich recht herzlich bei all den Abonnenten bedanken und wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich werde auch im neuen Jahr mir sehr viel Mühe geben, euch mit traditionellen Gerichten und auch mit Gerichten aus der Wildkräuterküche zu versorgen. Denn mir macht das schon Spaß, diesen Kanal zu betreiben. Und ich mache es auch mit sehr viel Liebe, denn Kochen ist Liebe. In diesem Sinne, bleibt mir schön gesund und tschüss, eure Oma Betty.